Herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Abend. Ganz herzliche Grüße hier aus dem Edwin Schafhaus zur Bürgerinformation zum Neubau der Adenauerbrücke, einer gemeinsamen Veranstaltung der Städte Ulm und Neu-Ulm. Ja, diese Veranstaltung war anders geplant, aber ich muss nicht sagen, warum. Sie findet nun online statt. Deshalb herzlichen Dank an alle Sie zu Hause oder wo auch immer Sie gerade sind, die dieser Veranstaltung interessiert folgen. Wir wollen heute den aktuellen Planungsstand vorstellen und vielleicht auch schon einen kleinen Ausblick wagen auf die nächsten Schritte. Sie von zu Hause müssen natürlich nicht nur konsumieren, Sie dürfen gerne auch aktiv werden und Fragen einsenden. Das tun Sie bitte für E-Mail entweder an die E-Mail-Adresse adenauerbrücke@ulm.de oder stadtplanung@neu-ulm.de. Beide E-Mail-Adressen werden den ganzen Abend, während der ganzen Veranstaltung überprüft und die Fragen kommen dann bei mir an. Am Ende der Veranstaltung werden wir diese Fragen sozusagen in Themenblöcken vortragen. Deshalb sage ich gleich vorneweg, bitte seien Sie nicht enttäuscht, wenn wir Ihre Frage nicht im Wortlaut vorlesen. Es geht darum, dass wir Doppelungen vermeiden möchten und deshalb Themenblöcke definieren. So viel zum Ablauf. Jetzt möchte ich aber natürlich ganz herzlich unsere Expertinnen und Experten am heutigen Abend begrüßen. Katrin Albsteiger muss ich Ihnen nicht vorstellen, möchte es dennoch tun, Oberbürgermeisterin aus Neu-Ulm. Herzlich willkommen, Frau Albsteiger. Auch Tim von Winningen, bekannt Baubürgermeister in Ulm. Schön, dass auch Sie sich die Zeit genommen haben. Baufachliche, muss ich dazu sagen, Unterstützung bekommt Frau Albsteiger von Markus Krämer. Er ist Stadtbaudirektor in Neu-Ulm und für das staatliche Bauamt Krumbach, die zuständig sind für diesen Brückenbau, begrüße ich recht herzlich Roswitha Schömig. Sie ist Leiterin im Bereich Planung und Jürgen Gleixner. Er leitet die Abteilung konstruktiver Ingenieurbau. Herzlich willkommen Ihnen alle und Frau Albsteiger, Sie haben das Wort. Bitte schön. Ja, vielen herzlichen Dank und auch schönen guten Abend von meiner Seite aus an Sie. Wir senden heute aus dem Edwin Schafhaus, genau dort, wo wir uns eigentlich persönlich getroffen hätten. So war es jedenfalls ursprünglich mal geplant. Jetzt ist tatsächlich alles anders, als es geplant gewesen ist. Aber nichtsdestotrotz sind wir heute hier und möchten gerne mit Ihnen gemeinsam diskutieren. Und zwar über die Adenauerbrücke, die Brücke, die eine extrem wichtige Verbindungsstraße, wenn nicht gar die wichtigste Verbindungsbrücke über die Donau in der gesamten Region ist und natürlich auch für die Städte Ulm und Neu-Ulm eine ganz zentrale Rolle spielt. Diese Brücke ist, wie Sie wissen, sonst säßen wir nicht hier, nicht sanierungsfähig. Deshalb muss sie neu gebaut werden und es handelt sich hierbei um ein Bauvorhaben des Bundes, von dem wir Städte maßgeblich betroffen sind und deswegen auch mit in den Planungsprozess einbezogen werden. Das zuständige Straßenbauamt Krumbach ist heute Abend ja auch bei uns zu Gast und übernimmt die Bauherrenrolle, hat mit dem Planungsprozess auch bereits begonnen. Das ist deswegen notwendig, weil die Brücke bereits in einem sehr kritischen Zustand ist. Man kann selbstverständlich noch drüber fahren, ohne Angst, aber wir sollten jetzt zügig in diesen Prozess einsteigen, dass der Bau möglichst zügig auch stattfinden kann. Und genau deshalb hat dieser Planungsprozess bereits begonnen. Uns als Städten ist es enorm wichtig, dass hier auch die Bürgerinnen und Bürger entsprechend einbezogen werden, dass sie vor allem erstmal informiert werden. Und genau deshalb sind wir heute hier. Wir wollen diese Information heute an Sie weitergeben, Ihnen die Möglichkeit geben, sich vollumfänglich ein Meinungsbild auch zu bilden und dann natürlich auch Ihnen die Möglichkeit geben, entsprechende Fragen an uns zu formulieren. Auf die freue ich mich natürlich schon sehr. Ja, herzlichen Gruß auch von meiner Seite. Ich freue mich, dass wir hier heute zu Gast sein dürfen. Und ich finde, es ist eigentlich ein ganz schönes Sinnbild, dass wir die Veranstaltung zu diesem Bauwerk gemeinsam machen, weil es ist eines der verbindenden Bauwerke, die eine ganz große Bedeutung für die beiden Städte haben, insbesondere auch in dem Zusammenspiel der beiden Städte. Und ich glaube, das Signal ist schön, dass wir das hier gemeinsam tun. Wir haben, Frau Albsteiger hat es gesagt, ein großes und wichtiges Bauwerk hier zu diskutieren. Und wir haben auch eine große Baumaßnahme vor uns. Und für diese Baumaßnahme müssen ein paar Rahmenbedingungen definiert werden. Die werden nicht wir definieren und auch nicht wir gemeinsam heute, sondern die wird irgendwann der Gemeinderat entscheiden müssen. Aber wir haben einen klassischen Fall, wie er in der Planung sehr oft vorkommt. Wir haben keine eindeutigen
Rahmenvorgaben und keine eindeutigen Ergebnisse. Und wir müssen in eine Abwägung eintreten. Und da gibt es unterschiedliche Belange, die für und gegen die einzelnen Varianten sprechen. Und dafür sind wir heute Abend da, zu erfahren, was die Rahmenbedingungen sind, die uns bewegen und wie man vielleicht nachher in eine Abwägung gehen kann, um dann auch eine Position der beiden Städte, möglichst dieselbe und möglichst zusammen, für den Bau der Adenauerbrücke dann letztendlich zur Verfügung stellen kann. Ich freue mich auf den Abend. Ich finde das Format spannend. Wir werden sehen, ob es trägt und ob es dann Ihnen die Möglichkeit gibt, informiert zu sein und uns die Möglichkeit gibt, auch eine ausreichende Rückmeldung aus der Bürgerschaft zu bekommen. Und ich freue mich auf den heutigen Abend. Vielen Dank, Frau Alpsteiger. Vielen Dank, Herr von Winning. Und ja, wir springen, glaube ich, einfach direkt rein in den Stand der Planung und auch in die offenen Fragen. Frau Schömig und Herr Gleixner werden uns jetzt einen Fachvortrag halten, nachdem wir alle hoffentlich schlauer sind. Wenn Sie Fragen haben während des Vortrags, bitte, wie gesagt, gerne per E-Mail schreiben. Die werden hier gesammelt und im Anschluss an den Vortrag werden wir die Fragen dann klären. Ja, sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin Alpsteiger, sehr geehrter Herr Bürgermeister von Winning, meine sehr geehrten Damen und Herren, üblicherweise werden Öffentlichkeitsinformationen als Präsenzveranstaltungen durchgeführt, aber durch die Ereignisse der letzten Monate ist alles im Wandel. Und diese Veranstaltung heute ist auch für uns ein völlig neues Format und entsprechend ungewohnt. Aber wir werden unser Bestes tun und hoffen, die Informationen rund um den Ersatzneubau der Adenauerbrücke verständlich und vollumfassend zu vermitteln. Wir sind von den Städten Ulm und Neu-Ulm eingeladen worden, die Öffentlichkeit, das heißt die Bürgerinnen und Bürger beider Städte, über den Stand der Planungen zu informieren und auch die dahinterstehenden planerischen Überlegungen zu erläutern. Dem Wunsch kommen wir selbstverständlich gerne nach, denn dieses Bauwerk an exponierter Stelle ist in vielerlei Hinsicht eine echte Herausforderung, nicht zuletzt, was die bauliche Umsetzung unter Verkehr und mitten in der Stadt betrifft, sodass der Wunsch nach frühzeitiger Information nachvollziehbar und durchaus legitim ist. Sie alle wissen aus der Berichterstattung der Medien, dass das Bauwerk in einem sehr schlechten Zustand ist, nicht mehr saniert oder instand gesetzt werden kann und letztlich so schnell wie möglich durch ein neues Bauwerk ersetzt werden muss. Wir haben mittlerweile sämtliche Vorplanungen und Vorarbeiten abgeschlossen. Es gibt eine Verkehrsraumanalyse, eine Bestandsvermessung sowie ein Baugrundgutachten. Die faunistischen Untersuchungen und Erhebungen sind beendet und die ersten Ergebnisse der Lärmberechnungen liegen vor. Nun gilt es wegen des schlechten Bauwerkszustandes, so schnell wie möglich den konstruktiven Entwurf voranzutreiben. Dafür müssen Entscheidungen getroffen werden, die weit in die Zukunft reichen werden. Vor allem die zum Fahrbahnquerschnitt. Denn ohne diese Entscheidung kommen wir in der Planung nicht weiter. Wie umstritten gerade diese Frage ist, und wie notwendig es ist, die Öffentlichkeit über Spekulationen hinaus mit Fakten zu versorgen, zeigt die Berichterstattung der letzten Tage. Diese Fakten möchten wir Ihnen jetzt präsentieren. Die Adenauerbrücke liegt im Zug der B10 innerhalb eines ganzen Netzes mehrerer Bundesstraßen im Stadtgebiet von Ulm mit B28, B19, B30 und noch der B311. Die B10 bzw. die Adenauerbrücke übernimmt hier vornehmlich die Funktion als Verteiler zu den anderen Bundesstraßen bzw. sie dient als Achse für Ziel-, Quell- und Binnenverkehre nach, von oder zwischen Ulm und Neu-Ulm. Wichtig ist vor allem die Verbindung zur B28 in Richtung Westen. Aus dieser Tatsache und der Lage der Brücke und aus dieser Tatsache, dass die Adenauerbrücke einer von nur drei, von insgesamt nur drei Donauübergängen im Stadtgebiet ist und diejenige mit der vergleichsweise höchsten Verkehrsbedeutung, ergeben sich verschiedene Anforderungen an den Neubau, damit die Brücke der derzeitigen wie auch der künftigen Verkehrssituation gerecht wird, aber auch allen denkbaren zukünftigen Entwicklungen im Bereich Mobilität genügend Raum geben kann. Durch den Neubau der Brücke sollen keine nachteiligen Auswirkungen auf das Verkehrsgeschehen in den Stadtgebieten entstehen, vor allem an den anderen Donauübergängen und an den städtischen Knotenpunkten. Nach Möglichkeit wollen wir sogar eine Verbesserung.
erreichen. Es soll eine Bündelung der Verkehre auf den leistungsfähigen Hauptachsen stattfinden. Beidseitig wollen wir ausreichend breite Geh- und Radwege vorsehen. Auch das Thema Radschnellweg, in deren Netz die Adenauerbrücke ein Bestandteil sein kann, ist hier ein Thema. Wir wollen Verbesserung des Verkehrsablaufs auf der Adenauerbrücke, aber auch vor allem auf den Rampen erreichen. Die Verkehrssicherheit steht im Vordergrund. Auch hier wollen wir Verbesserungen erreichen, indem wir die Verflechtungsvorgänge besser gestalten. Mögliche spätere Nutzungen für den ÖPNV sollen auf der Brücke stattfinden können. Stichworte sind hier eine Straßenbahnlinie, eine eigene Busspur. Im Fall von Arbeiten des Betriebsdienstes auf der Brücke wollen wir Verbesserungen schaffen. Also im Vergleich zum jetzigen Zustand, wo jeder Eingriff in das Bauwerk oder jeder Eingriff in den Zustand des Bauwerkes mit Reinigungsarbeiten und dergleichen zum Verkehrsinfarkt führt, wollen wir für die Zukunft bessere Bedingungen schaffen. Wir wollen mögliche Verkehrsführungen für zukünftige Bauwerkssanierungen im Auge behalten und im Fall von Verkehrsunfällen Reservesituationen auf der Brücke schaffen. Eine ausreichende Breite für Verkehrsführung und Baustellenverkehr während der Bauzeit ist genauso Thema. Und nicht zuletzt bestimmt auch die Realisierung aktiver Lärmschutzmaßnahmen die Breite der Brücke. Wir haben ein Verkehrsgutachten in Auftrag gegeben mit Analyse des gesamten Verkehrsraumes rund um die Adenauerbrücke. Es wurde also die Adenauerbrücke nicht alleine als isoliertes Teilstück betrachtet. Wir haben 2019 Bestandsverkehr erhoben mit 94.000 Fahrzeugen in 24 Stunden, das heißt am Tag. In der Prognose und Hochrechnung für einen 6-streifigen Neubau oder einen 8-streifigen Neubau ergeben sich auf der Basis des Verkehrsentwicklungsplanes der Städte Ulm und Neu-Ulm 99.600 Fahrzeuge bzw. 103.600 Fahrzeuge. Diese Verkehre setzen sich zusammen aus Ziel- und Quell- und Binnenverkehren, Durchgangsverkehr und regionalen, überregionalen Verkehren zu den vorhin erwähnten Bundesstraßen. Was bedeutet das jetzt? Wie kann man diese Zahlen interpretieren? Wie soll man sie interpretieren? Sind diese Unterschiede wahrnehmbar? Stellen Sie sich vor, Sie stehen im Jahr 2035 auf der Adenauerbrücke und betrachten abends zur Spitzenstunde im Feierabendverkehr das Verkehrsgeschehen. Spitzenstunde bedeutet ungefähr 10% des täglichen Gesamtverkehrsaufkommens in dieser Stunde wird hier abgewickelt. Und Sie stehen dort und betrachten sich das einmal auf einem 6-streifigen Querschnitt und einmal auf einem 8-streifigen Querschnitt. Bei 6 Streifen fahren pro Minute 166 Fahrzeuge an Ihnen vorbei. Beim 8-streifigen sind es 173 Fahrzeuge, nur um das Ganze in Relation zu setzen. Das heißt, der Unterschied der Verkehrsmenge ist nicht wahrnehmbar. Zur Frage, wie kommen Verkehrsprognosen überhaupt zustande? Zunächst einmal ist die allgemeine Verkehrszunahme zu nennen, die immer noch in der Bundesrepublik Deutschland stattfindet, anhand der Shell-Prognose. Die war Grundlage für die Fortschreibung oder für die Berechnung der Prognoseverkehre. Dann haben wir natürlich strukturelle Entwicklungen in den Städten, die Einfluss nehmen, unter anderem ein Bevölkerungszuwachs mit ungefähr 17.000 Einwohnern für Ulm und Neu-Ulm, die in den Jahren von 2020 bis 2035 prognostiziert sind. Alles verbunden natürlich mit Fahrten, egal ob jetzt mit ÖPNV oder dem Individualverkehr. Wir haben diverse Entwicklungen in den Städten, wie Eröffnung der Sedelhöfe mit Wohnungen, Büros und Einzelhandel. Wir haben Aufsiedelungen mit Arbeitsplatzzuwachs in den Bereichen von Ulm und Neu-Ulm sowie die Erweiterung der Hochschule Wiley Süd. Dies alles führt natürlich dazu, dass sich auch die entsprechenden Bewegungen innerhalb der Städte erhöhen, die Anzahl dieser Bewegungen. Zusätzlich muss man noch erwähnen, die B311, die im Zuge der Querspange Erbach, die gerade im Bau ist,
einiges an Umstrukturierung erfährt, wird zusätzlich noch 7.700 Fahrzeuge auf die B30 bringen, verlagern, also von der B311 auf die B30. Und ein Teil dieses Verkehrs wird sich auch auf der Adenauerbrücke wiederfinden. Verkehrszunahmen sind auf die Entwicklung der Städte zurückzuführen und alle Fahrten erfüllen einen Zweck. Das heißt, sie stehen im Zusammenhang mit Wohnort, Arbeitsplatz, Freizeit oder Einkauf. Man muss ganz deutlich sagen, dass wir keine Straße säen, um neuen Verkehr zu ernten oder zu erzeugen, sondern wir bemühen uns darum, vorhandene bzw. zu erwartende Verkehre an einer lokal sehr begrenzten Stelle sicher und verträglich abzuwickeln. Man kann sich auch im Verkehrsgutachten die Umlagerung zu diesem Thema ansehen. Wir haben mal verglichen in der Prognose 2035, wie sieht es aus auf den anderen Donauübergängen, sprich der Gänztorbrücke und der Herdbrücke, die bei einem sechsstreifigen Neubau der Adenauerbrücke mit 28.800 bzw. 8.000 Fahrzeugen belastet sind. Bei einem achtstreifigen Neubau der Adenauerbrücke ergeben sich Entlastungen auf den anderen Donauübergängen. Das ist eigentlich eine ganz natürliche Sache. Sie suchen sich ihren Weg und wenn die Adenauerbrücke entsprechend leistungsfähig ist, dann wählt man auch die für den Donauübergang und entlastet damit die anderen Donauquerungen. Auch die Wieblinger Allee, also die Kastbrücke im Zug der Wieblinger Allee, erfährt eine Entlastung. Ebenso auch wie der Innenstadtring und die Reutierstraße. Natürlich einhergehend mit Belastungen auf den anderen Bundesstraßen, B28, B19 Karlstraße und B10 Europastraße. Gegenstand der anlassbezogenen Verkehrsuntersuchung Adenauerbrücke war der gesamte Verkehrsraum Ulm und Neu-Ulm. Das Verkehrsgutachten steht im unmittelbaren Zusammenhang auch mit dem Verkehrsentwicklungsplan der beiden Städte und wurde vom gleichen Ingenieur erarbeitet. Das ist vielleicht auch eine wichtige Tatsache. Das heißt, wir sind der Meinung, dass das Verkehrsgutachten den richtigen Zustand widerspiegelt und wiedergibt. Sie sehen hier an dieser Folie die Kfz-Verkehrsstärken im Fall eines sechsstreifigen Ersatzneubaus der Adenauerbrücke. Auf der folgenden Folie sind die Verkehrsstärken für einen achtstreifigen Neubau. Das ist jetzt an und für sich gesehen so nicht, es ist schwierig zu vergleichen. Man muss sich einzelne Zahlen heraussuchen, um den Vergleich zu sehen. Deswegen ist, wo ist jetzt die? Da. Ja. Deswegen ist die Folie mit der direkten Gegenüberstellung achtstreifig, sechsstreifig eigentlich die wichtigste. Hier ist zu erkennen, anhand der grünen Zahlen, wo die Entlastungen stattfinden und anhand der roten Zahlen, wo Belastungen stattfinden, immer im Vergleich von sechsstreifig zu achtstreifig. Bei einem achtstreifigen Ersatzneubau der Adenauerbrücke ergeben sich eben Verlagerungen hin zu den Bundesstraßen und den leistungsfähigen Verkehrsachsen. Und grün sind die Bereiche im Innenstadtring von Ulm und in der Reutierstraße in Neu-Ulm. Das heißt, hier ergeben sich Entlastungen, jeweils verbunden auch mit Entlastungen der darin enthaltenen Knotenpunkte, zum Beispiel Augsburger Torplatz. Das vorgesehene Konzept einer achtspurigen Adenauerbrücke fügt sich ein in den gemeinsamen Verkehrsentwicklungsplan der Städte Ulm und Neu-Ulm, beziehungsweise nimmt dessen Ziele aus. Im Verkehrsentwicklungsplan ist die Adenauerbrücke ein Teil des Vorbehaltsnetzes zur sicheren und leistungsfähigen Abwicklung der Verkehre. Auf diesem Netz soll der Verkehr gebündelt und vorrangig die Verbindungsfunktion wahrgenommen werden. Es ist ein leistungsgerechter Ausbau vorzunehmen, durch den auch der Schwerverkehr aufgenommen werden kann. Und nicht zuletzt, das Vorbehaltsnetz im Busverkehr verläuft über die Adenauerbrücke.
zum Thema Radverkehr. Auch im Bereich der Radwegverbindungen werden durch eine breitere Brücke Verbesserungen erreicht. Also jetzt nicht bezogen auf den Fahrbahnquerschnitt für den Individualverkehr, aber jetzt im Augenblick im Bestand der Adenauer Brücke sind tatsächlich keine Radwege vorhanden. Wenn wir Radwege vorsehen wollen, die eventuell später auch tauglich sind als Bestandteil eines Radschnellwegnetzes, dann müssen wir diese Radwege jetzt vorsehen und das führt automatisch zu einer Verbreiterung der Brücke. Im Augenblick ist es so, dass ein Radwegenetz vorhanden ist, das ist aber relativ umwegig, also wer jetzt von Ulm nach Neu-Ulm will, muss über den Zickzacksteg erst runter ans Donauufer kommen, über den Radsteg oder Fußgängersteg über die Donau und dann auf der anderen Seite seinen Weg weitersuchen. Durch beidseitige Radwege auf der Adenauerbrücke stellen wir eine direkte Verbindung zwischen Ulm und Neu-Ulm her. Ja, auch die Qualität des Verkehrsablaufs und damit verbunden die Verkehrssicherheit hängt unmittelbar mit der Wahl des Querschnittes zusammen. Sie sehen hier auf der Folie die beiden Querschnitte, einmal sechsspurig, einmal achtspurig, mit diesen Buchstaben versehen von A bis E. Die gesamte Klassifizierung geht von A bis F. Und um Ihnen kurz zu erklären, was es damit auf sich hat, also bei B zum Beispiel ist die Verkehrsdichte gering. C bedeutet, die Verkehrsdichte liegt im mittleren Bereich, der Verkehrszustand ist stabil. D, die Verkehrsdichte ist hoch, der Verkehrszustand ist noch stabil. Also C und D sind immer so die Verkehrsqualitäten, die für uns im Straßenbau noch verträglich sind. Mit E beginnt die Kolonnenfahrt und die Kapazität der Strecke ist erreicht. Und bei F bricht der Verkehr zusammen und die Strecke ist überlastet. Interessant ist jetzt bei dieser Darstellung, dass die durchgehenden Fahrspuren jeweils die Qualitätsstufe C und D haben, und zwar in beiden Fällen. Einmal beim achtstreifigen Querschnitt genauso wie beim sechsstreifigen Querschnitt. Unterschiede ergeben sich lediglich im Bereich der Rampen. Es kann also nicht die Rede davon sein, dass ein achtspuriger Querschnitt der Adenauerbrücke eine Einladung an ganz Süddeutschland ist, Ulm und die Ulmer City zu durchqueren. Im Bereich der Rampen und vor allem bei der Rampe in Richtung Ulm ist das, der Vergleich besonders deutlich. Bei der sechsstreifigen Adenauerbrücke haben wir von der Brücke runter in Richtung Ulm die Qualitätsstufe E. Durch eine achtstreifige Adenauerbrücke, das heißt, wir haben dann zwei durchgehende Fahrspuren nach wie vor, ergänzen aber nur mit einer zusätzlichen Verflechtungs- oder Rampenspur. Und damit lassen sich die Verkehrsabläufe auf dieser Rampe nach Ulm viel besser gestalten. Die Verkehrsströme können bereits vorsortiert werden, das heißt, die direkten Ströme zwischen Ulm und Neu-Ulm bleiben auf der äußersten Spur und stören damit die Verflechtungsvorgänge nicht. Und in dem Zusammenhang noch ein Hinweis auf das Unfallgeschehen. Mehr als 75% der Verkehrsunfälle auf der bayerischen Seite ereignen sich auf den beiden äußeren Fahrstreifen. Und 90% der Unfälle sind Auffahrunfälle oder Unfälle beim Spurwechsel. Ich bitte um Entschuldigung, dass ich nur die bayerische Seite habe, aber unsere Daten reichen leider nicht bis Baden-Württemberg. Damit möchte ich an meinen Kollegen, den Herrn Gleixner, übergeben. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf Sie ganz recht herzlich einladen, sich die örtliche Situation vor Augen zu führen. Dazu habe ich ein Luftbild der Adenauerbrücke bzw. des Anschlussbereichs der Adenauerbrücke mit den Zufahrtssituationen von Ulm kommend links unten und nach Ulm fahrend in Richtung Zinglerstraße rechts oben. Wenn Sie sich die Zufahrtssituation unten links anschauen, vom Bismarckring kommend, ist die Zufahrt zweistreifig und verflechtet noch vor der Zufahrt auf die Bundesstraße 10 auf einen Fahrstreifen. Im Bild rechts oben sehen Sie die Abfahrtssituation von Neu-Ulm kommend in Richtung Zinglerstraße. Hier wird ein Fahrstreifen, der beginnend in Neu-Ulm an der Schützenstraße beginnt, über die Adenauerbrücke geführt, verläuft einstreifig über die Brücke und verflechtet dann in Richtung Zinglerstraße. Links daneben sehen Sie, dass im Abfahrtsbereich die
die Straße auffächert. Wir haben hier einen zusätzlichen Verflechtungsstreifen im Bestand, aber der ist nur sehr kurz, schließt stumpf an die Bundesstraße an. Das heißt, Sie haben Verflechtungen hier, eine Verflechtungsmöglichkeit hier nur auf sehr kurzer Distanz. Das sind solche Punkte, wo diese Unfallschwerpunkte entstehen, wo die Frau Schömig angesprochen hat. Und hier würde es eben die Örtlichkeit sich anbieten, dass diese aufgegriffen wird und diese Zweistreifigkeit in den Anschlussbereichen, die hier auf Seite Ulm schon vorhanden sind, aufzugreifen und über die Adenauerbrücke fortzuführen. Die Situation ganz ähnlich auf der Seite Neu-Ulm. Sie sehen unten links die Abfahrtssituation von Ulm kommend auf die Wiblinger Straße bzw. Schützenstraße. Wir haben einen Verflechtungsfahrstreifen auf der Adenauerbrücke und weiten im Abfahrtsbereich auf zwei Fahrstreifen auf und schließlich im Aufstellbereich sind drei Fahrstreifen vorhanden. Die Zufahrtssituation von der Schützenstraße auf die Adenauerbrücke genau gleich. Auch hier sind zwei Fahrstreifen im Bestand vorhanden und noch im Rampenbereich ist eine Verflechtung auf einen Fahrstreifen vorgesehen oder im Bestand vorhanden. Wenn man sich also die Örtlichkeit anschaut, bietet es sich hier schon an, die Örtlichkeit aufzugreifen und diese im Bestand schon vorhandenen Verflechtungen im Anschlussbereich in den Zu- und Abfahrten aufzugreifen und über die Adenauerbrücke fortzuführen. Wir könnten hierdurch erhebliche Verbesserungen der Verkehrssicherheit im Bereich der Adenauerbrücke erreichen. Frau Schömig hat es auch angesprochen, auch Havarien, also Havarie hört sich jetzt an, Verkehrsunfälle im Auffahrtsbereich, Verkehrsunfälle auf dem Brückenbauwerk. Ich denke, viele von Ihnen werden leicht geplagt sein, sobald da mal ein Verkehrsunfall ist, hat das weitreichende Stauungen zur Folge. Ein zusätzlicher Verflechtungsstreifen im Bereich der Adenauerbrücke wird es ermöglichen, den Verkehr an diesen Verkehrsunfällen vorbeizuführen, ohne weitreichende Auswirkungen auf das anschließende Streckennetz. Ja, jetzt kommt das Interessante, die Querschnittswahl. Ich möchte es ausgehend vom Bestandsquerschnitt vorstellen. Der bestehende Querschnitt weist eine Gesamtbreite von 24,80 Meter auf. Wir haben eine Richtungsfahrbahn mit einer Breite von 10,10 Meter und eine bauliche Mitteltrennung von 80 cm durch eine Betonschutzwand. Auf der bestehenden Adenauerbrücke ist keine adäquate Geh- und Radwegverbindung vorhanden. Nun zu den möglichen Querschnittsgestaltungen für einen Neubau. Wir haben eine Vielzahl von möglichen Querschnitten untersucht, mit Lärmschutzwände, ohne Lärmschutzwände, mit Geh- und Radwege, ohne Geh- und Radwege, sechsstreifig, achtstreifig, siebenstreifig. In den Diskussionen mit den Verwaltungen der Städte sind wir aber übereingekommen, dass eine Geh- und Radwegverbindung über die Adenauerbrücke, eine zusätzliche Geh- und Radwegverbindung neben der bestehenden, zwingend erforderlich ist. Und auch eine Anordnung von Lärmschutzwänden steht außer Frage. Deswegen möchte ich mich jetzt in den Ausführungen nur auf diese zwei Querschnittsformen beschränken. Sie sehen, der sechsstreifige Querschnitt, wir haben eigentlich schon eine Verbreiterung der Fahrbahnbreite. Der Bestand hat 10,10 Meter, die neue Brücke hat 11,50 Meter zwischen den Bauten, also 11,50 Meter Fahrbahnbreite. Das ist allein den Verkehrsräumen geschuldet, die heutigen Fahrzeuge eben benötigen. Wir können das nicht mehr mit 10,10 Meter bauen. Wir haben einen Mittelstreifen mit 2,50 Meter. Es ist so, nur eine Betonschutzwand, wie jetzt im Bestand zwischen den Fahrstreifen verbaut ist, wird halt einfach den Sicherheitsanforderungen an den Verkehr und an die Verkehrssicherheit nicht gerecht. Zum Vergleich, wir haben jetzt, der Bestand hat 25 Meter, der sechsstreifige Querschnitt kommt schon auf 36 Meter. Aber man muss natürlich sehen, das ist diesen Anforderungen geschuldet. Wir haben eine Lärmschutzwand auf dem Bauwerk, die benötigt Platz. Wir haben einen Geh- und Radweg beidseitig mit 3 Meter, der benötigt Platz, sodass diese Differenz vom Bestand 25 Meter auf 36 Meter, denke ich, schon nachvollziehbar ist. Nun zum achtstreifigen Querschnitt. Der achtstreifige Querschnitt ist von der Entwicklung her identisch mit dem sechsstreifigen Querschnitt, nur dass ein zusätzlicher Fahrstreifen angeordnet wird mit 3,25. Sie werden sich jetzt, wenn Sie die Folien genauer anschauen, wundern, wieso das jetzt 3,25 ist, weil wir ordnen einen zusätzlichen Verflechtungsstreifen an und keinen durchgehenden Fahrstreifen. Und dieser zusätzliche Verflechtungsfahrstreifen, da reicht eine Breite von 3,25 Meter aus. Also Sie sehen, wir vergleichen jetzt hier zwei mögliche Querschnitte. Der sechsstreifige Querschnitt, den ich vorher dargestellt habe, ist der schmalstmögliche nach technischen Vorgaben, Richtlinien und auch der den verkehrlichen Anforderungen an die Situation gerecht wird.
Und hier der 8-streifige Querschnitt mit 42,50 Meter. Und nur diese beiden Querschnitte dürfen unseres Erachtens miteinander verglichen werden. Also ein Vergleich, wie ich ihn aus der Zeitung entnommen habe, 8-streifig statt 6-streifig, 45 Meter Breite statt 25 Meter Breite, der ist einfach fachlich nicht richtig. Der müsste korrekt heißen, 8 Streifen statt 6 Streifen, 42,50 Meter Breite statt 36 Meter Breite. Und das, denke ich, das relativiert schon einiges in der Diskussion, aber in der Wahrnehmung. Es gibt, faktisch können wir die Brücke nicht mehr bauen mit einer Breite von 25 Meter. Diese Mehrbreite, muss man aber gleichzeitig sagen, die geht natürlich mit zahlreichen Vorteilen einher. Wir haben einen zukunftsfähigen Querschnitt, weil nur der 8-streifige Querschnitt ermöglicht spätere Umnutzungen des Querschnitts. Also nur eine 8-Streifigkeit jetzt ermöglicht, dass man da überhaupt dran denkt, hier Busspuren unterzubringen, Straßenbahnen und so weiter. Betriebsdienst. Man bedenkt das jetzt vielleicht hier in dem einen oder anderen Punkt nicht so, aber auch an diese Dinge muss man denken. Straßeneinläufe müssen gereinigt werden. Lärmschutzwände müssen geprüft werden. Auch für diese Arbeiten entsteht Platzbedarf. Und der 8-streifige Querschnitt ermöglicht es eben, dass man hier den Betriebsdienst anordnet, auch unter Berücksichtigung der entsprechenden Arbeitsvorschriften und kann den Verkehr ohne Beeinträchtigungen an dieser Arbeitsstelle vorbeiführen. Mögliche Verkehrsführungen bei Bauwerksinstandsetzungen. Mag für den einen oder anderen Zukunftsmusik sein, aber wenn es beispielsweise das neue Brückenbauwerk ein Stahlbauwerk wird, dann ist der Korrosionsschutz nach 20 oder 25 Jahren zu erneuern. Man hat unter Umständen Blow-ups im Fahrbahnbereich und so weiter. Da kann es immer mal kommen, dass man kurzfristig hier in den Verkehrsraum eingreifen muss. Bei dem 8-streifigen Querschnitt haben wir hier eben eine Reservesituation, genau wie dies bei Verkehrsunfällen der Fall ist. Ja, jetzt ein Lageplan des 8-streifigen Querschnitts. Also so stellt er sich im Bestand dar. Ich hoffe, man erkennt es auf den Folien in der Mitte ocker gezeichnet. Das ist die bestehende Adenauer Brücke. Links und rechts an den Fahrbahnrändern ist eine blaue Linie. Das ist der künftige Lärmschutz, den wir im Zuge der Maßnahme anordnen wollen. Die Baulänge beträgt rund 450 Meter. Die äußeren Fahrbahnabschnitte oder Fahrstreifen sind diese zusätzlichen Verflechtungsstreifen, die wir auch angesprochen haben. Wir greifen hier eben den Bestand auf und führen diese zusätzlichen Verflechter über die Adenauerbrücke fort. Die enden dann auf Ulmer Seite zur Abfahrt bei der Zinglerstraße, auf Neu-Ulmer Seite im Bereich der Schützenstraße, Wieblinger Straße. Querschnittswahl Seite Ulm. Verständlich, den Ulmern ist ein großes Interesse der Erhalt der Ehinger Anlagen. Und hier sind natürlich, und das ist auch für uns verständlich, Vorbehalte eines 8-streifigen Ausbaus oder einer 8-Streifigkeit, da hier große Eingriffe in die Ehinger Anlagen befürchtet werden. Hier in dem Plan jetzt dargestellt ist der Unterschied, diese Rotstraffur am linken und rechten Fahrbahnrand ist der Unterschied zwischen 6-streifig und 8-streifig. Zum besseren Verständnis haben wir das Ganze noch animiert. Zunächst hier grün dargestellt, das ist ausgehend vom bestehenden Fahrbahnrand die zusätzliche Flächeninanspruchnahme für einen 6-streifigen Ausbau. Hier rot, was zusätzlich benötigt wird für die 8-Streifigkeit. Noch blau dargestellt, da komme ich auch später wieder darauf zurück, das ist die zusätzliche Flächeninanspruchnahme, die auch nur vorübergehend ist für die Verkehrsführungen während der Bauzeit. Wichtig in dem Zusammenhang ist, mit jeder Forderung, Lärmschutz ist verständlich, müssen wir für die Bürger anordnen und da tun wir uns auch möglichst, das auch hier vernünftige Lösungen zu finden, aber auch eine Lärmschutzwand hat einen Platzbedarf. Ich muss vor der Lärmschutzwand, muss eine Schutzeinrichtung angeordnet werden, die hat einen halben Meter Abstand von der Vorderkante des Verkehrsraums. Die Schutzeinrichtung hat selber 50 Zentimeter, dann muss ein Abstand von 80 Zentimeter gewählt werden und die Lärmschutzwand hat auch nochmal eine Flächeninanspruchnahme. Also ich will da einfach für Verständnis werben. Man kann nicht sagen, naja, ich möchte hier Lärmschutzwand und sage dann gleichzeitig, wir verbrauchen hier zu viele Flächen. Querschnittswahl Seite Ulm, Seite Neu-Ulm.
Ich hoffe, die Diskussionen auf der Seite Neu-Un sind etwas einfacher, weil es da tatsächlich so ist, dass mir im Bestand schon die entsprechende Breite vorhanden ist. Wenn Sie sich an das Bild zurückerinnern, die Auf- und Abfahrtssituationen sind bereits mehrstreifig und die werden aufgegriffen und über das Brückenbauwerk fortgeführt. Ich möchte nicht verhehlen, natürlich, die Brücke wird breiter, die überdeckt einen größeren Bereich, aber die Fläche unter dem Bauwerk wird weiterhin nutzbar sein. Und wir sind auch hier in Abstimmung mit den Städten, dass wir hier auch vernünftige Gestaltung für das Bauwerk hinbekommen, um diese zusätzliche Überdeckelung durch Sichtbeziehungen auf die Donau und so weiter auszugleichen. Ganz wesentlicher Punkt für uns bei der Maßnahme ist die, also neben Gestaltung und so weiter, diese Ansprüche sind natürlich alle da und denen wollen wir auch gerecht werden. Aber für uns ganz wesentlich ist, wie können wir das hohe Verkehrsaufkommen auf der Adenauer Brücke während der Bauzeit aufrechterhalten? Und da haben wir uns wirklich sehr viele Gedanken gemacht, unterschiedlichste Varianten entwickelt. Auch das Verkehrsgutachten, also das Verkehrsgutachten ging nicht nur ein auf Sechsstreifigkeit, Achtstreifigkeit, sondern das hat auch verschiedene Bauzustände abgedeckt. Weil als Brückenbauer wäre es jetzt mir am leichtesten, wir machen da weniger Fahrstreifen auf die Brücke, wir sperren die Auffahrtssituationen von der Schützenstraße und Wieblingerstraße, erleichtert mir den Bauablauf ungemein. Aber das Verkehrsgutachten hat mich da leider eines Besseren belehrt. Jegliche Fahrstreifenreduzierung gegenüber dem Bestand führt zu erheblichen Verkehrsverlagerungen in den innerstädtischen Bereich, mit der Folge der Überlastung der innerstädtischen Knotenpunkte. Also schlichtweg, wir können die Rampen von der Schützenstraße und Lieblingerstraße während der Bauzeit nicht sparen. Das Konzept sieht vor, dass wir links und rechts der bestehenden Adenauerbrücke die neuen Überbauten erstellen auf Behelfsunterbauten und hier eine 3+3 Verkehrsführung einrichten. Das heißt, Sie können, also eigentlich ist es wie im Bestand. Im Bestand haben Sie ja Fahrstreifen für nach Ulm und für von Ulm und raus. Und so haben Sie jetzt eine eigene Brücke für jede Verkehrsbeziehung mit 3 Fahrstreifen. Zum besseren Verständnis ein Ausdruck oder eine Darstellung aus dem Bestandsmodell der Adenauer Brücke. Wir bauen zunächst links und rechts neben der Adenauerbrücke neue Unterbauten, also das sind Auflager, Widerlager, Pfeiler für die in Behelfslage hergestellten, also für die späteren Überbauten. Dann erfolgt ein Neubau eines Brückenüberbaus auf der Seite Unterstrom auf den behelfsmäßig hergestellten Unterbauten. Im nächsten Schritt wird eine Überbauhälfte auf der oberstromigen Seite der Adenauerbrücke hergestellt. Danach müssen wir diese Überbauten, die in Behelfslage hergestellt sind, durch Rampen, also Spundwände und Erdaufschüttungen anschließen an den Verkehr und legen dann den Verkehr 3+3, also für jede Fahrtrichtung 3 Fahrstreifen, auf diese Behelfsüberbauten, also nebenan hergestellten Überbauten um. Ist dies geschehen, erfolgt der Abbruch des Bestandsbauwerks. Und hier, ja, das, wie man es baulich umsetzt, irgendwie wird es schon gehen, sagt man immer. Aber natürlich ist es auch hier so. Sie sehen, wir sind in der Örtlichkeit sehr eingeschränkt. Also wir haben in der Mitte das abzubrechende Bauwerk, unmittelbar links ist ein Überbau, unmittelbar rechts ist ein Überbau. Wir haben also kein Baufeld. Und die Achtstreifigkeit, dieser breitere Querschnitt ermöglicht eben, dass man den Abbruch auch von diesen nebenan hergestellten Überbauten bewerkstelligt und gleichzeitig noch den Verkehr an diesen Arbeitsstellen vorbeiführt. Sechsstreifig, ich will es nicht ausschließen, aber erschwert natürlich den Bauablauf erheblich. Nachdem der Überbau, also die alte Adenauerbrücke abgebrochen wurde, werden an Ort und Stelle die neuen Unterbauten, also Widerlager, Brückenwiderlager und Brückenpfeiler erstellt. Das ist hier in der Mitte grau dargestellt. Dann, wir wollen ja während der ganzen Bauzeit den Verkehr aufrechterhalten, wird der Verkehr für den Querverschub der unterstromigen Brücke auf die oberstromige Brücke in der 5+0 Verkehrsführung verlegt. Ist dies erfolgt, wird die Brücke in Endlage quer verschoben. Hört sich immer kompliziert an, aber der Querverschub für einen Brückenbauer ist wirklich kein großes Thema. Also es ist so,
Da wird diese Behelfsunterbauten werden mit einer Verschubbahn mit dem endgültigen Standort verbunden. Auf dieser Verschubbahn werden Edelstahlbleche ausgelegt. Dann wird die Brücke angehoben. Da werden unter diesem Brückenbauwerk werden Teflon-Elastomere Verschublager angeordnet. Und diese Teflonschicht gleitet dann auf diesen Edelstahlblechen. Und jetzt wird es ein bisschen physikalisch, also da geht es um den Reibungskoeffizient. Der Reibungskoeffizient zwischen Stahl und Teflon ist 0,05, also Sie brauchen 20 mal weniger Kraft, das Ding zum Verschieben, als es anzuheben. Und deswegen ist das eigentlich technisch durchaus machbar, auch bei einem Überbaugewicht von, ich weiß es nicht genau, aber es werden mit Sicherheit 5000 Tonnen sein. Das Gleiche Vorgehen ist dann für den Querschub, der Querverschub der oberschwummigen Brücke in Endlage. Dazu wird der Verkehr auf die bereits verschobene Brücke verlegt und dann die oberstromige Brücke in Endlage verschoben. Danach folgt der Rückbau der Behelfsunterbauten, Straßenanpassungen und dann hoffentlich die feierliche Verkehrsfreigabe. Wir gehen von einer Bauzeit von 3 Jahren aus. Habe ich jetzt vergessen, im Ablauf ist es so, 3 Jahre Bauzeit, Sie fahren aber 2 Jahre über das bestehende Bauwerk weiter während dieser Bauzeit. Weil die ersten 2 Jahre werden wir benötigen für die Herstellung der neuen Überbauten links und rechts der bestehenden Adenauerbrücke. Und erst im 3. Jahr, Anfang des 3., Ende des 2. Jahres erfolgt der Abbruch der Adenauerbrücke, dann der Querverschub und dann die Herstellung der Unterbauten an Ort und Stelle. Gut. Ja, dann darf ich wieder übernehmen zum Thema Lärmschutz. Der Lärmschutz an Bundesfernstraßen ist gewissen gesetzlichen Regelungen und Regularien unterworfen. Die gesetzlichen Regelungen sind das Bundesemissionsschutzgesetz, die 16. Bundesemissionsschutzverordnung und die Verkehrslärmschutzrichtlinie. In diesen ist festgelegt, welche Grenzwerte einzuhalten sind und für welche Maßnahmen diese Grenzwerte auch anzuwenden sind. Mit der Vorgabe, dass dann der Bund, wenn er denn Grenzwerte einhalten muss, diese Maßnahmen auch bezahlt. Das Berechnungsverfahren ist auch vorgegeben. Das ist festgelegt in den Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen, den sogenannten RLS 90, in der neuen Fassung RLS 19. Ja, der Anspruch auf aktive Lärmschutzmaßnahmen gemäß den Grenzwerten der Lärmvorsorge, den gibt es nur bei Neubau oder wesentlicher Änderung einer Straße. Und damit da jetzt nicht gleich Missverständnisse aufkommen, könnte ja jeder sagen, ja, die Adenauerbrücke, da handelt es sich um einen Neubau. Nein, rechtlich gesehen ist das kein Neubau, sondern ein Ersatzneubau. Und damit kommt eben der Neubau als Auslöser für diese Einhaltung der Grenzwerte der Lärmvorsorge nicht in Frage. Da müssen wir die zweite Sache prüfen, nämlich die wesentliche Änderung einer Straße. Auch dafür gibt es eine Definition, das muss eine bauliche Erweiterung sein um einen oder mehrere Fahrstreifen oder ein erheblicher baulicher Eingriff, mit dem die Erhöhung der von der Straße ausgehenden Emissionen verbunden ist. Wobei man sagen muss, als Kennzeichen für einen erheblichen baulichen Eingriff ist immer im Allgemeinen eine Maßnahme zur Leistungssteigerung definiert oder in Verbindung zu bringen. Das heißt, dass jetzt im Fall der Adenauerbrücke sich ein Anspruch auf die Einhaltung der Grenzwerte der Lärmvorsorge und aktive Lärmschutzmaßnahmen in Form von Lärmschutzwänden oder lärmmindernden Fahrbahnbelägen nur aus einer Querschnittserweiterung mit Ergänzung um mindestens eine durchgehende Fahrspur ergeben kann. Nur dann entsteht ein Anspruch auf die Einhaltung dieser Grenzwerte der Lärmvorsorge, die im Straßenbau die strengsten Grenzwerte sind, die wir haben. Und nur dann übernimmt der Bund auch die Kosten für die Lärmschutzanlagen. Gut, ich möchte Ihnen jetzt noch einen kleinen Ausblick der Maßnahme geben. Frau Oberbürgermeisterin hat es ja angesprochen, die Adenauerbrücke ist am schlechten baulichen Zustand und natürlich diktiert der schlechte bauliche Zustand den Projektablauf. Unsere Zielsetzung ist möglichst schnell die Baurechtsschaffung. Als Zieltermin haben wir uns hier gesetzt, spätestens Ende 2023. Das hieße, wir könnten mit dem Bau beginnen ab 2024, die Bauzeit beträgt 3 Jahre. Jetzt, wie Sie alle wissen, kollidiert das auch mit den Planungen für den Ersatzneubau der Gänstorbrücke. Also das wäre der früheste Beginn.
Wir haben hier ein Zeitfenster von 2024 bis 2028 und in diesem Zeitraum, denken wir, kann man nur sicher den Ersatzneubau der Adenauerbrücke anstrengen, in Abstimmung mit der Gänstorbrücke. Der Vorteil unseres Bauablaufkonzepts ist hier, dass es, wenn es der Bauwerkszustand erfordert, auch ein paralleler Bau möglich wäre. Zumindest ist nicht komplett parallel, aber zeitlich überlappend, weil wir, wie angesprochen, wir bauen die ersten 2 Jahre ohne Eingriff auf die bestehende Adenauerbrücke. Wir halten also den Verkehr aufrecht. Das muss ich vielleicht noch dazu sagen, also das ist eine weitgehende Aufrechterhaltung. Wir haben natürlich verschiedene Bauphasen, in denen Verkehrsbeziehungen weggenommen werden müssen und die auch Beeinträchtigungen haben. Aber wir haben eben die Möglichkeit, dass diese Beeinträchtigungen kurzzeitig sind und in verkehrsschwächeren Zeiträumen stattfinden können, also Wochenende, Ferien, nachts. Die letzte Folie möchte ich unter das Schlagwort Zukunftsfähigkeit stellen. Unten sehen Sie eine Fotografie aus den Archiven der Stadt Ulm der bestehenden Adenauerbrücke unmittelbar nach Verkehrsfreigabe in den Jahren 1954-55. Sie sehen, auf dem Bauwerk das Verkehrsaufkommen ist bescheiden, wenn auch vielleicht das nur eine Momentaufnahme ist. Aber Sie sehen, obgleich dieses bescheidenen Verkehrsaufkommens, hat man damals schon, ja, heute würde man sagen, ein ganz schönes Drum über die Donau gebaut. Sie sehen, wir haben eine Fahrbahnbreite von 2 mal 6,50 m. Also es war damals schon vierstreifig. Man muss dazu sagen, dass die Straße wird, oder die Adenauerbrücke wurde gebaut als Gemeindeverbindungsstraße. Und links- und rechtsseitig haben wir auch noch nach heutigem Ermessen sehr großzügig dimensionierte Verkehrsräume für Fußgänger und Radfahrer. Wir haben einen eigenen Fußweg mit einer Breite von 2,50 Meter und wir haben einen Geh- und Radweg mit einer Breite von 3,40 Meter. Die zuständigen Planer, Ingenieure sind da mit Sicherheit davon ausgegangen, dass sie hier einen zukunftsfähigen Querschnitt geschafft haben, der auch über die Dauer des Brückenbauwerks Bestand hat. Die Entwicklung hat sie eingeholt. 15 Jahre nach Fertigstellung der Adenauerbrücke wurde sie umgebaut. Die üppigen Geh- und Radwegverbindungen über die Brücke wurden zusätzlichen Fahrstreifen geopfert. Gleichzeitig wurden links und rechts der Donau Radwegbrücken gebaut, beziehungsweise der Zickzacksteg über die Bahnlinie. Die Situationen von damals und heute sind mit Sicherheit nicht 1:1 vergleichbar, aber vor ähnlichen Situationen stehen wir heute. Sechsstreifig, ich sage es ein bisschen provokativ, weiter wie bisher, oder ab achtstreifig mit der Möglichkeit der Verbesserung der Verkehrsverhältnisse, zukunftsfähig, Anordnung, ÖPNV-Spuren, Straßenbahn, zukünftige Verkehrsentwicklungen können bei Achtstreifigkeit berücksichtigt werden. Wir sind überzeugt, dass die Vorteile der Achtstreifigkeit überwiegen und Nachteile mehr als aufwiegen und hoffe, dass wir auch Sie davon überzeugen konnten. Jetzt bleibt mir nur noch, mich für Ihre Aufmerksamkeit zu bedanken und wir freuen uns schon jetzt auf Ihre interessanten Fragestellungen. Danke. Ja, den Dank kann ich nur zurückgeben. Herzlichen Dank, Frau Schömig und Herr Gleixner, für diese kompakte und sehr fundierte Übersicht über den Stand der Planung. Viele, viele Fragen haben uns erreicht, nicht nur heute, sondern bereits in den letzten Tagen. Ich möchte dennoch zunächst Frau Alpsteiger, Herrn von Winning, um ein kurzes Zwischenstatement, Zwischenfazit bitten. Ja, das Zwischenfazit ist natürlich nicht ganz so spontan, weil ich nicht zum ersten Mal diesen Vortrag höre, beziehungsweise wir uns ja schon seit Längerem mit dem Projekt befassen. Und dementsprechend ist es trotzdem ein Zwischenfazit, was hier an der Stelle angebracht ist. Es wurde vom Bauamt der Bestand vorgestellt und insbesondere eben diese 2 Varianten, die da heißen, 6-spuriger versus 8-spuriger Fahrbahn, Neubau mit beidseitigen begleiteten Geh- und Radwegen. Einige Verbesserungen, unabhängig davon, ob nun 6-streifig oder 8-streifig, sind ja so und so in den Planungen enthalten, wovon wir oder worüber wir durchaus sehr dankbar sind. Ich denke, dass an der Stelle, weil darüber werden wir heute auch sprechen, sicherlich Umweltbelange auch zur Sprache kommen werden und deswegen, die will man nicht unter den Tisch kehren. Es ist auch für uns sehr wichtig, dass man das unter diesem Blickwinkel auch betrachtet und dass wir natürlich mit diesem Neubau der Brücke
nicht bezwecken wollen, neuen Verkehr anzulocken. Im Gegenteil, wir wollen einfach das, was wir momentan als funktionierende Verkehrsinfrastruktur haben, nachhaltig auch erneuern und für die Zukunft fit machen. Dabei spielen für beide Städte immer auch das Thema Umwelt, Klimaschutz, auch nachhaltige Mobilität eine enorm große Rolle. Und der Clou an dieser Geschichte ist ja, dass man mit diesen acht Streifen sogar beides bekommen kann. Es wurde ja angesprochen, der Vorteil bezüglich einer möglichen ÖPNV-Spur liegt an der Stelle auf der Hand. Die Adenauerbrücke wird, wie dargestellt worden ist, täglich von mehr als 100.000 Fahrzeugen befahren. Das ist schon ganz, ganz enorm. Und es muss unser Anspruch sein, dass die Adenauerbrücke auch nach wie vor diese große Belastung auch aushalten kann. Deswegen, ohne jetzt große Leidenschaftlichkeit in die Diskussion zu bringen, immerhin ist es eine Brücke. Also ich persönlich bin leidenschaftlich in vielen anderen Dingen, jetzt bei Brückenbauwerken, das ist nicht ganz so mein Thema. Und dennoch in Abwägung der Gründe und der Argumente, die hier vorgebracht worden sind, die ja auch schon länger diskutiert werden, kommen wir, also ich sage das jetzt für die Neuömer Seite aus, zu der Auffassung, dass die 8 Spuren hier an der Stelle angezeigt sind und die Gründe dafür positiv überwiegen. Das, vieles könnte ich jetzt wiederholen an der Stelle. ÖPNV-Spur ist angesprochen worden. Das Thema die mögliche Verlagerung von innerstädtischem Verkehr eben eher auf diese etwas auswärtig oder am Rande gelegene Brücke wäre durchaus auch von Vorteil. Ein wichtiger dritter Punkt, der für die Anwohner hier in dem Bereich aus meiner Sicht enorm wichtig ist und deswegen nicht unter den Tisch fallen darf, ist das Thema Lärmschutz, die beim 8-spurigen Ausbau an der Stelle auch dann tatsächlich zum Tragen kommen. Und was ich auch sehr wichtig finde, wir erleben viele Diskussionen bezüglich des Themas Baustellen, Umfahrungen, dann in dieser Bauzeit schwere Belastung der Wirtschaft, derjenigen, die pendeln und derjenigen, die natürlich auch im innerstädtischen Bereich unterwegs sind, Staus, die sich dann an der einen oder anderen Stelle auch auswirken. Ich glaube und bin da auch sehr dankbar dafür, dass das Straßenbauamt Krumbach sich hier da auch solche Gedanken gemacht hat und das natürlich ein weiterer Vorteil ist, der auf der Hand liegt. Durch diese 8 Spuren können wir die Bauzeit verkürzen. Wir können 2 Jahre lang die bestehenden Fahrspuren nutzen und dadurch natürlich für so wenig Verkehrsbehinderung während der Bauzeit sorgen wie nur in irgendeiner Weise möglich. Die Leistungsfähigkeit ist damit zukunftsträchtig und wäre auch entsprechend gegeben. Und es handelt sich ja hier um 2 zusätzliche Verflechtungsspuren. Das heißt, die durchgehenden Spuren bleiben bei 4. Das muss man an der Stelle auch noch mal entsprechend erwähnen. Ja, also das vielleicht so als ein paar positive Aspekte, die für die 8-Spürigkeit aus unserer Sicht sprechen, wenngleich ich auch sagen möchte, nach wie vor Umweltbelange sind wichtig. Wir werden die auch in den weiteren Planungsprozess mit einbringen und auch entsprechend berücksichtigen. Vielen Dank, Frau Albsteiger. Herr von Winning. Ja, zuerst mal auch von meiner Seite ganz herzlichen Dank an das Straßenbauamt. Ich gebe zu, dass ich sehr große Bedenken vor der Bauzeit dieser Brücke hatte und ich finde, dass mit den vorgeschlagenen Varianten tatsächlich eine Form der Umsetzung gefunden worden ist, die vermutlich auch während der Bauzeit eine einigermaßen verträgliche Abwicklung ermöglichen kann und das freut mich zuerst mal sehr. Ich sehe durchaus die Diskrepanz, die sich aus den Aussagen, die wir gerade gehört haben, die Diskrepanz, die sich zu den Zielen, die wir in der Stadt Ulm seit vielen, vielen Jahren diskutieren, nämlich die Frage, wie viel Verkehr ist für die Innenstadt verträglich und wie schaffen wir es, diese trennende Schneise der B10, die unsere Stadt teilt, in ihrer Dominanz und in ihrer trennenden Wirkung zu reduzieren. Und diese Diskrepanz ist definitiv da. Die Zeichen, die wir in den letzten Monaten und Jahren und vielleicht sogar auch Jahrzehnten im Rat und darüber hinaus in der Bürgerschaft diskutiert haben, haben durchaus damit zu tun gehabt, dass es darum geht, wie schaffen wir es, dass weniger Menschen diese Verkehrstrasse benutzen und dass weniger Menschen auch darauf angewiesen sind, in unsere Innenstadt mit dem Auto zu fahren, weil das natürlich auch eine sehr, sehr starke Belastung ist. Aber im Endeffekt, und ich kann jetzt noch nicht eine Haltung der Stadt Ulm weitergeben, sondern das ist jetzt eher eine
Haltung der Verwaltungsspitze. Das muss auf jeden Fall bei uns im Gemeinderat diskutiert werden. Und es wird diskutiert werden, auch intensiv diskutiert werden. Aber in der Abwägung kommen auch wir zu dem Ergebnis, dass die Argumente, die für eine Achtstreifigkeit sprechen, sehr schlagkräftig sind. Das hat zum einen damit zu tun, dass sowohl der Bauablauf als auch der Betrieb der Brücke über die nächsten 60, 80, vielleicht sogar längeren Jahre sehr viel einfacher sind, mit einer Achtstreifigkeit zu bewerkstelligen. Die Fehleranfälligkeit, Störanfälligkeit erheblich geringer ist. Und das ist ein sehr schlagendes Argument. Auch die Frage, in welcher Weise kann es gelingen, den sicherlich notwendigen Lärmschutz für die angrenzende Bevölkerung, wohnlebende Bevölkerung herzustellen, ist ein sehr, sehr starkes Argument. Und auch die Potenziale, die sich in der Zukunft ergeben könnten durch die etwas breitere Brücke im Hinblick auf mögliche Maßnahmen für den Umweltverbund. Und wenn man das in eine Abwägung bringt und sieht, dass die zusätzlichen zwei Fahrstreifen, was die Nebenwirkungen sozusagen angeht, also die Eingriffe in die Bereiche links und rechts angeht, die ja im Unterschied zwischen den 6 und den 8 Streifen, und das ist die Frage, die wir diskutieren müssen, vergleichsweise überschaubar sind, kommen wir in der Verwaltungsspitze bei der Stadt Ulm zum Ergebnis, dass in der Abwägung die 8 Streifen wahrscheinlich die richtige Lösung sind. Wo wir tatsächlich sehr genau aufpassen müssen, wir haben ja sehr klar dargelegt bekommen, dass der überregionale Verkehr, der auf den mittleren beiden Fahrspuren unterwegs ist, durch die Frage der 6- oder 8-Streifigkeit nur sehr, sehr wenig betroffen ist. Das heißt, es wird dadurch sehr wenig an zusätzlicher Leistungsfähigkeit entstehen. Die Frage also, wie viel Verkehr werden weiterhin großräumig durch die beiden Städte fahren, wird durch die Frage sehr wenig beeinflusst. Das, was wir beeinflussen, ist die Frage des Verkehrs zwischen den beiden Städten. Und das ist natürlich eine hohe Qualität, die wir sehen. Wir werden aber im Weiteren durchaus darauf schauen müssen, was für Auswirkungen sich dann auf die Innenstadt ergeben. Und es ist aber nicht so, dass die Adenauerbrücke jetzt der einzige und der relevante Engpass oder der Flaschenhals ist in den Verkehrsbeziehungen der beiden Städte, sondern wir haben nachgeordnete Knoten an der Zinglerstraße, an der Neuenstraße, an der Wagnerstraße, die sehr, sehr stark auch im Weiteren die Leistungsfähigkeit dieser Straßenzüge bestimmen. Und bei denen werden wir dann eben darauf achten müssen, dass wir entsprechende Verkehrslösungen finden, die dann in der Innenstadt Verkehrsbelastungen nach sich ziehen, die die Straßen verträglicher machen und vielleicht für die Zukunft auch lebenswerter und attraktiver hinbekommen. Von daher kommen wir im Ergebnis dazu, dass wir dem Gemeinderat die 8 Streifen empfehlen werden, aber eben darauf achten, dass wir begleitend an den nachfolgenden Knotenpunkten darauf achten, dass die zusätzlichen Verkehre sich in einem Rahmen halten, wie es sie im Umfeld verträglich sind. Wunderbar. Vielen Dank, Herr von Winning, auch für Ihr Zwischenstatement, Zwischenfazit. Eine Frage richtet sich auch direkt an Sie und schließt im Grunde ganz schön da an, was Sie gerade beschrieben haben. Eingangs sprachen Sie von einer Abwägung, bevor die Städte ihre Position formulieren. Nun haben Sie gesagt, Sie tendieren oder werden vorschlagen, die 8-streifige Lösung. Handelt es sich dabei um einen gesonderten Schritt vor dem Planfeststellungsverfahren, also die Diskussion im Gemeinderat? Also die Entscheidung treffen jeweils die beiden Gemeinderäte. Idealerweise, das kann man sich sehr klar vorstellen, ist es die gleiche Entscheidung. Also es wäre eine sehr eigenwillige Entscheidung, dass die beiden Städte unterschiedliche Entscheidungen zur Frage der Fahrspuren treffen, weil das wäre sicherlich nicht realisierbar. Das heißt, es wird noch in diesem Jahr zu einer Gemeinderatsentscheidung kommen. Und die Diskussion wird geführt werden mit den Argumenten, die jetzt hier auf den Tisch gefallen sind und die angesprochen worden sind, die wir auch abwägen müssen in den Vor- und Nachteilen. Ich kann deswegen nur die Abwägung innerhalb der Verwaltung erläutern, was wir dem Gemeinderat empfehlen werden und hoffen, dass der Gemeinderat der Empfehlung folgen wird. Eine Frage geht an die Kolleginnen und Kollegen aus Krumbach. Wie läuft das Genehmigungsverfahren bzw. das Planfeststellungsverfahren ab? Welche Behörde ist dafür zuständig? Also wir sind zunächst als planende Behörde Antragsteller und normalerweise werden Planfeststellungsverfahren
von den Regierungen bzw. Regierungspräsidien durchgeführt. Also das ist dann die zuständige Behörde, nach der Sie gefragt haben. Im Fall von grenzübergreifenden Brücken, das Gleiche gilt ja auch für die Gänstorbrücke und hier auch für die Adenauerbrücke, muss innerhalb eines Verwaltungsabkommens noch bestimmt werden, welcher von beiden, also sprich entweder RPT, Regierungspräsidium Tübingen, oder die Regierung von Schwaben in Bayern, dann die für uns zuständige Behörde für die Durchführung des Planfeststellungsverfahrens ist. Wir gehen derzeit davon aus, nachdem wir auch die Planer sind, dass die Regierung von Schwaben das federführend machen wird. Aber wie gesagt, da brauchen wir nur Verwaltungsabkommen. Und wie ist es bei der Finanzierung? Also sind da beide Städte bzw. Länder finanziell zu gleichen Teilen beteiligt? Gibt es vielleicht Bundes- oder EU-Zuschüsse für diesen Bau? Nee, also es ist eine reine Bundesmaßnahme. Der Baulastträger für Bundesfernstraßen ist der Bund. Für den bayerischen Teil sowieso und auch für den baden-württembergischen Teil, die Ortsgrenze wird am Ende der Adenauerbrücke sein. Das heißt, dass der baden-württembergische Teil freie Strecke ist und damit auch über den Bund finanziert, bezahlt, geplant wird. Das ist eine reine Bundesmaßnahme. Also die Länder sind da in keiner Weise beteiligt. Mhm. Eine Frage, die natürlich viele Zuschauerinnen und Zuschauer schon im Vorfeld dieser Veranstaltung umgetrieben hat, ist die Frage, welche ja auch verkehrlichen Einschränkungen und Auswirkungen auf das Stadtgebiet, vor allem an die angrenzenden Wohngebiete natürlich sind, während des Baus zu erwarten. Es geht zum Beispiel auch natürlich um Lärmbelästigung. Kann man das abschätzen? Also gut, es gibt in den Planfeststellungsbeschlüssen vielleicht noch mal kurz zur Erklärung, was ist ein Planfeststellungsverfahren? Da werden die Pläne ausgelegt, der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt, zur Einsichtnahme. Man hat Gelegenheit, sich nachher dazu zu äußern, Einwände zu erheben, Stellungnahmen abzugeben, die wir dann bearbeiten müssen. Und die Regierung von Schwaben bzw. Regierungspräsidium Tübingen, also wer auch immer dafür dann zuständig ist, wird diese Einwände bearbeiten und dann einen Beschluss erlassen, einen Planfeststellungsbeschluss, der dann praktisch unser Baurecht ist. Und normalerweise stehen in diesen Planfeststellungsbeschlüssen auch solche Dinge wie der Baulärm ist auf das Mindestmaß zu beschränken, zu begrenzen. Das ist uns schon klar, dass wir das tun müssen und auch tun werden, aber es wird eine Baustelle sein, eine Baustelle im unmittelbaren Umfeld der Stadt, Wohnbebauung in der Nähe. Es wird nicht ohne Lärmbelästigung abgehen, das muss ganz klar sein. Ich hatte von Ihnen auch nicht erwartet, dass Sie versprechen, dass diese Baustelle geräuschlos vonstatten geht, so schön das auch wäre. Dennoch, wie beurteilen Sie das Heranrücken des Bauwerks, nicht nur in der Bauphase, sondern auch eben danach durch die größere Breite, das Heranrücken an die schon bestehende Bebauung, die ja angrenzt? Wir werden das im Rahmen der Lärmschutzberechnungen natürlich berücksichtigen. Wir werden näher heranrücken, wobei mit den Fahrspuren selber, also der Herr Gleixner hat es ja vorhin ausgeführt, wie der Querschnitt zustande kommt, sowohl der sechsstreifige als auch der achtstreifige. Wir werden natürlich etwas näher heranrücken. Das wird auch Grundlage der Lärmschutzberechnungen sein. Wo verlaufen die einzelnen Fahrspuren? Wie sind die Verkehre aufgeteilt? Und anhand dessen wird die Lärmberechnung durchgeführt. Und aus unserer Sicht ergibt sich durch den Ersatzneubau der Adenauerbrücke, vor allem wenn er achtstreifig sein wird und damit eben Lärmschutzanlagen notwendig werden, die müssen wir dann bauen, dazu sind wir gesetzlich verpflichtet, dass sich da nur Verbesserungen ergeben für die Anwohner. Das ist ganz klar, weil die sind jetzt Lärmbelastungen ausgesetzt. Also ich konnte mit manchen Leuten sprechen, die da wohnen. Das will man sich nicht vorstellen, wenn man selber relativ ruhig wohnt. Und ich glaube, dass wir in der Beziehung eigentlich nur Verbesserungen schaffen können. Wie wäre das bei einem sechsspurigen Bau, wenn Sie gerade sagen, bei einem achtspurigen sind Sie verpflichtet, bestimmte Dinge einzuhalten, was den Lärmschutz betrifft? Ja, ich habe ja vorhin kurz die Voraussetzungen für Lärmschutzanlagen im Zug von Bundesfernstraßen erläutert. Beim achtspurigen ist eben der Bund verpflichtet, das zu tun. Und da werden Alarmschutzwände gebaut, das haben wir schon berechnet, also die sind auch nicht niedrig. Im Fall von einem sechsstreifigen Querschnitt kann man auch Lärmschutzanlagen bauen, aber das müssten dann die Städte tun.
und auch finanzieren, also bauen würden es mir, das ist ganz klar im Rahmen der Maßnahme, aber finanziert werden müsste das dann durch die Städte, sowohl die Lärmschutzwand an sich als auch die Mehrbreite der Brücke, die dann zustande kommt, plus Ablösekosten, die der Bund dann verlangt für den vermehrten Unterhalt, Brückenmehrfläche und für den Unterhalt der Lärmschutzwand. Mhm. Herr von Winning, ist diese Tatsache für Sie auch ein Argument pro Achtstreifigkeit? Das war das, was ich eben meinte. Also neben dem Thema der Fehler- oder Störanfälligkeit und der vereinfachten Bauabwicklung ist die Möglichkeit, einen Lärmschutz in diesem Zuge realisieren zu können, ein ganz großer Vorteil in der Abwägung. Zumal wir wissen, dass ein Lärmschutz, den die beiden Städte zu finanzieren hätten, sicherlich, man kann jetzt keine genauen Zahlen nennen, aber in der Größenordnung von 4 bis 6 Millionen Kosten wären, die müssten wir uns dann teilen. Und das ist zumindest auf Ulmer Seite, aber ich gehe auch davon aus, auf Neu-Ulmer Seite jetzt nichts, was man nebenher finanzieren kann. Wenn ich das aber vielleicht an der Stelle noch ergänzen darf, irgendeiner zahlt ja immer. Ne, das muss man sich schon auch mal bewusst machen. Also von unserer Seite ist natürlich, wir auch als Vertreter der Städte, die die Haushalte im Blick haben, ist wahrscheinlich nicht sonderlich überraschend, dass wir sagen, diese paar Millionen Euro können und wollen wir auch anderweitig für die Bürger in andere gerne nachhaltige Mobilitätsprojekte beispielsweise stellen oder viele andere durchaus sinnvolle Aufgaben, die wir zu erfüllen haben und Projekte, die mir da spontan einfallen würden, die jetzt heute nicht hier hingehören. Aber es ist natürlich letzten Endes so, ein Lärmschutz, wenn er denn kommt, wird immer von irgendjemand bezahlt. Also da möchte ich auch nicht den Eindruck erwecken, dass wir hier uns nur auf Kosten von jemand anders von diesen Kosten eben entledigen wollen. Aber wie die Städte sich dann zum Schluss dahingehend positionieren, ist, glaube ich, doch durchaus verständlich. Eine Frage, die auch vor allem die Ulmer Seite betrifft, hat uns erreicht, Stadtverkehr zu entflechten, um zum Beispiel Blaubeurer Tor, Söflinger Kreisel und Ehinger Tor zu verändern, soll er auf die Adenauer Brücke konzentriert werden. Dadurch sollen andere Donauquerungen entlastet werden. Warum? Haben wir hier ein Strukturproblem? Ich glaube, wir haben kein Strukturproblem. Das ist eine sehr leistungsfähige Verbindung und sie hat auch in den nachfolgenden Straßenzügen durchaus Leistungsfähigkeit. Aber ich glaube, dass nicht allein der Bau der Adenauerbrücke und die Frage, wie leistungsfähig sie ausgebaut wird, bestimmt, wie Fahrtenwahlen oder Wegeentscheidungen getroffen werden, sondern eben auch andere Entscheidungen. Das war das, was ich meinte. Wir werden im weiteren Zuge durchaus darauf achten müssen, dass eben manche Dinge, die jetzt das Verkehrsgutachten prognostiziert, man muss ja realistischerweise sagen, viel Veränderung ist das nicht, die dort prognostiziert werden, aber diese Veränderungen, die wir vielleicht nicht wollen, also das beispielsweise Wege von der Kastbrücke, die dann im Verlängerten die Westtangente berühren, dass diese Verlagerungen nicht passieren. Ja, das können wir durch eben Beeinflussung von Verkehr, durch Signalanlagen und andere Maßnahmen durchaus auch begleitend in den Griff bekommen. Die nachgeordneten Knoten im Grunde ja auf beiden Seiten der Donau, der Brücke, wurden schon angesprochen. Gibt es Verkehrsuntersuchungen, die diese nachgeordneten Knoten einbeziehen und sind diese Gutachten einsehbar? Vielleicht, Herr Krämer, gibt es so etwas für die Neu-Ulmer Seite? Ja, natürlich wird das einbezogen. Wie sieht das anschließende Netz aus und welche Einflüsse hat die ganze Maßnahme auf das anschließende Netz? Wir haben ein Verkehrsmodell für beide Städte übergreifend, in dem wir die Verkehre abbilden. Aber wir haben ja schon erfahren, im Zuge dieser Maßnahme, ob sie jetzt sechsstreifig oder achtstreifig gebaut wird, allein durch diese Entscheidung findet keine nennenswerte Veränderung in den Verkehrsströmen statt. Der Effekt ist sehr überschaubar, der sich da ergibt. Der mögliche Verkehrszuwachs durch die Achtstreifigkeit. Das Interessante ist eigentlich, was wir in den Städten anschließend tun, um die Verkehre zu beeinflussen. Wie stark können wir den ÖPNV fördern, den ganzen Umweltverbund, den Fuß- und Radverkehr? Das sind Themen, die uns natürlich umtreiben, die uns sehr wichtig sind und die wir auf jeden Fall tun werden. Große Chance, wir haben es schon gehört, ist bei dem achtstreifigen Ausbau der Adenauer Brücke eben die ÖPNV-Spur, die wir ermöglichen durch diese zusätzliche Spur. Und was wir auf jeden Fall bekommen werden, ist der leistungsfähige Geh- und Radweg. Und das ist für die Entwicklung der Verkehre in unseren beiden Städten absolut wichtig und zwingend. Ja, Herr von Winning. Vielleicht noch ganz kurz als Ergänzung. Die
Punkte, die eben genannt worden sind, die in der Abwägung jetzt auch uns in der Verwaltungsspitze dazu bewegt haben, für die 8 Streifen zu votieren, haben nichts mit der Frage der verkehrlichen Auswirkungen zu tun. Also weder die Störanfälligkeit noch das Thema des Lärmschutzes, noch das Thema, was Herr Krämer eben angesprochen hat, in der Frage der Möglichkeit für einen Umweltverbund. Da spielt keine Rolle die Frage der verkehrlichen Auswirkungen, sondern die müssen wir nachher durch andere Maßnahmen regulieren. Und die Frage der Streifigkeit ist da gar nicht so entscheidend. Das heißt, da gibt es, wenn ich Sie richtig verstehe, bislang keine expliziten Gutachten zu diesem Thema. Sind die denn in Planung und werden die irgendwo öffentlich zur Verfügung gestellt? Doch, die sind im Verkehrsmodell mit drin, das sieht man. Okay. Die sind aber in Teilen so gering, dass sie unter der Wahrnehmbarkeitsschwelle verschwinden. Also wir haben eben auf den Plänen ja gesehen im Gutachten, wo sich Verkehrsverlagerungen ergeben. Und wir sehen auch, dass die Verlagerungen so eine geringe Größenordnung haben, dass sie eben in dem nachgeordneten Netz quasi nicht existent sind. Gut. Eine Frage richtet sich wiederum nach Krumbach. Welche Möglichkeiten einer Abstufung der B10 und B28 durch Ulm und Neu-Ulm bestehen, um den Durchgangsverkehr stärker über die A8 und A7 zu lenken? Auch Ziel- und Quellverkehr sollte tunlichst nicht über die Adenauerbrücke geleitet, sondern auf Umgehungsstraßen und Tangenten verdrängt werden. Eine lange Frage. Ja. Wir haben es ganz am Beginn des Vortrags ja schon gezeigt, wie die Lage der Adenauerbrücke ist. Also in diesem Netz der Bundesstraßen und in diesem Netz wird sie noch sehr lange ihre Aufgabe als Bundesstraße erfüllen müssen. Der Bund hat vor 5 oder 6 Jahren sich von Bundesstraßen verabschiedet, die seiner Meinung nach nicht mehr in diesem Netz der Bundesstraßen der ganzen Bundesrepublik ihren Platz haben sollen. Da ging es um autobahnparallele Bundesstraßen, die dann abgestuft wurden in der Folge. Aber derzeit ist nicht davon auszugehen, dass da eine weitere Tranche von abzustufenden Bundesstraßen irgendwo zur Diskussion gestellt wird. Und wenn man sich auch dieses Netz in Ulm ansieht, wo sollte man beginnen abzustufen? Also es muss in sich wieder ein schlüssiges Netz geben. Wenn ich jetzt sage, einen gewissen Teil der B10, die immerhin ja ihre Fortführung findet, also an der A7 beginnt, durch die Europastraße läuft und dann die Adenauerbrücke hoch in Richtung Norden, Dornstadt, Geislingen an der Steige, also findet ja nur sehr lang ihre Fortführung. Wie soll man die abstufen, damit das restliche Netz nachher wieder einen Sinn ergibt? Und sie verbindet ja auch die anderen Bundesstraßen miteinander, eben die B28 in Richtung Westen, Richtung Blaubeuren, Richtung Blaustein. Was gibt es da für andere Möglichkeiten, um den Verkehr in diese Richtung zu führen? Also so gesehen muss die B10 noch sehr lange B10 bleiben, unserer Meinung nach. Und ja, Ziel- und Quellverkehre praktisch jetzt auch von der Adenauerbrücke zu verbannen und auf irgendwelche Umgehungsstraßen. Welche Umgehungsstraßen stehen denn zur Verfügung? Wir haben die K9915 im Bereich von Ulm, die da zur Verfügung stünde. Aber wer sich über die Adenauerbrücke bewegt und runterfahren will in Richtung Ulm oder Neu-Ulm, der wird das immer hier an dieser Stelle tun und nicht erst Umwege über die K9915 nehmen, über den Kurt-Schumacher-Ring und dann andere Wege in die Stadt wählen, wo er wieder Gebiete belastet, die eigentlich zur Aufnahme von solchen Verkehren nicht geeignet sind, Wohngebiete, um dann sein Ziel in der Stadt zu erreichen. Das funktioniert nicht. Es wurde unter anderem vorgeschlagen von einer Zuschauerin oder einem Zuschauer, die Osttangente mit einer Donaubrücke am Steinheule in diese Überlegungen mit einzubeziehen. Nur auf Ihre Frage, um welche Umgehungsstraßen es sich da handeln könnte. Die Osttangente. Herr Krämer? Ja, können vielleicht eher wir was dazu sagen, weil das ja ein Thema der städtischen Verkehre ist. Genau. Diese Diskussion ist nicht neu, die ist in der Vergangenheit mal relativ intensiv geführt worden und auch im Verkehrsmodell und im gemeinsamen Verkehrsentwicklungsplan beider Städte betrachtet worden. Mit dem überraschenden Ergebnis,
dass die Verkehrsverlagerung auf eine Osttangente, auf eine vierte Donaubrücke unglaublich überschaubar wäre. Also es ist kaum zu glauben, wie wenig da eigentlich passieren würde. Und es war ganz klares Ergebnis, der Nutzen würde den Aufwand und den Eingriff in den Landschaftsraum in keinem Weise rechtfertigen. Und von daher ist diese Planung von der Bildfläche verschwunden und wird derzeit nicht weiter verfolgt. Und gerade im Zusammenhang mit der Adenauerbrücke deutet nichts darauf hin, dass es sinnvoll wäre, zu sagen, jetzt baut man noch eine vierte Donaubrücke mit den ganz großen Eingriffen, die das bedeuten würde, um bei der Adenauerbrücke irgendwas zu erreichen, also schon gar nicht den Effekt, jetzt von der Achtspurigkeit auf eine Sechsspurigkeit zu kommen. Also das liegt wirklich nicht auf der Hand. Und vielleicht muss man tatsächlich sagen, die Adenauerbrücke ist eine der relevantesten Donauquerungen, die wir haben. Und es ist ganz offensichtlich nicht so, dass der erhebliche Verkehr auf der B10 ein Durchgangsverkehr ist, der über die A7, A8 sozusagen außen rumfahren könnte, sondern ganz ein erheblicher Teil ist Ziel- und Quellverkehr in die Innenstädte unserer beiden Städte, Weststadt, Innenstadt und Kernstadt. Und da würden die Verlagerungen auf andere Brücken erheblichen Mehrverkehr bedeuten. Das heißt, die Adenauerbrücke hat diese Funktion, den Binnenverkehr aufzunehmen. Und eine Veränderung werden wir nur erreichen, wenn wir es schaffen, dass eben das Verkehrsverhalten von uns allen sich in eine solche Richtung entwickelt, dass wir eben andere Verkehrsmittel bevorzugen. Das ist sicherlich der erfolgreichste Weg, um den Verkehr auf der B10 zu reduzieren. Und man könnte vielleicht nur kurz erwähnen, wie viele Donauübergänge denn dort zur Verfügung stehen. Also die Adenauerbrücke dient ja dazu, um irgendwie auf irgendeine Art und Weise über die Donau zu kommen. Wir haben im Zug der A7 eine Brücke über die Donau, also jetzt gesehen von Ost nach West. Dann haben wir in der Glockerau-Straße in Elchingen eine Donaubrücke. Dann gibt es eine in Talfingen. Dann kommt schon die Gänztorbrücke, dann die Herdbrücke, die Adenauerbrücke und dann die Kastbrücke im Zug der Wieblinger Allee. Also wenn man sich jetzt vorstellt, man darf nicht mehr über die Adenauerbrücke oder will den Donauübergang an der Adenauerbrücke vermeiden, welche Möglichkeiten ergeben sich dann? Das sind dann auch große Umwegigkeiten, wieder verbunden mit CO2-Ausstoßen, solchen Dingen. Mhm. Frau Schömig, weil Sie gerade auf die ja schon bestehenden diversen Donaubrücken eingegangen sind, es gibt ja nun nicht nur die Möglichkeit, über die Donau zu fahren, man könnte ja auch unten durchfahren. Ein Tunnel stand auch mal zur Diskussion. Was ist aus dieser Idee geworden? Aus der Idee? Ein Elbtunnel in Ulm? Ja. Ja, gut. Ich denke mal, man kann darüber nachdenken, einen kurzen Moment, und muss es dann aber ins Reich der Fantasie verweisen. Also ein Tunnel unter der Donau, Sie müssen sich ja vorstellen, man muss runterkommen, muss drüben wieder hochkommen. Also was das bedeuten würde, ja, also mal baulich und von der Finanzierung her, das sind, wie gesagt, nette Ideen, über die man mal kurz nachdenken kann, aber die sind nicht realistisch, absolut nicht realistisch. Herr Krämer? Also es scheidet eigentlich deswegen aus, weil das Entscheidende an der Adenauerbrücke ist ja gerade nicht der Durchgangsverkehr, der einfach nur da vorbei will. Da könnte man auf die Idee kommen, den in den Tunnel rein zu verbannen. Die Adenauerbrücke hat ja die ganz wichtige Bedeutung, beide Städte zu verbinden, dass man aus Neu-Ulm rauffahren kann und nach Ulm und umgekehrt. Und das genau würde bei einem Tunnel nur sehr schlecht funktionieren. Ja, man müsste in dem Tunnel natürlich Zu- und Abfahrten vorsehen, das ist schon klar. Also aber anders geht's. Der Platzbedarf würde gigantisch und der Eingriff in den städtischen Raum. Also da würde man unglaublich viel kaputt machen damit. Also wer das ultimative Tunnelerlebnis sucht, muss leider weiterhin nach Hamburg fahren. Wir bleiben hier bei den Brücken. Vielen Dank an Ihre sehr, sehr zahlreichen Fragen. Unser E-Mail-Postfach quillt schier über. Ich möchte gerne noch zu einem Punkt ankommen, der auch ja sehr emotional in der Vergangenheit schon diskutiert wurde, die Ehinger Anlagen. Wie sieht der Eingriff in die Ehinger Anlagen aus? Der Schutz der dortigen, zum Teil sehr alten Bäume sollte höchste Priorität haben. Ich glaube, er hat höchste Priorität, weil wir ja unter anderem auch eine Landesgartenschau planen, um diesen Bereich aufzuwerten und als innerstädtische Parkanlage zu qualifizieren. Wir haben aus dem Bauablauf gesehen, der aus meiner Sicht fast keine Alternativen
keine sinnvollen Alternativen ermöglicht, die links und rechts der bestehenden Brücke eine neue Teilbrücken realisiert. Und das erfordert Eingriffe in die Ehinger Anlagen. Ich finde aber, wenn man die Pläne sich anschaut, und Sie können ja nachher vielleicht auch noch mal zurück scrollen oder wenn die Veranstaltung dann auch im Netz steht, dass ich das noch mal anschauen. Wenn man sich die Eingriffe anschaut, dann kann man sehen, dass die tatsächlichen Veränderungen in den Ehinger Anlagen durch den Neubau der Brücke relativ gering sind. Das soll nicht verhehlen, dass dort alte Bäume auch fallen müssen. Aber das, was wir ja jetzt entscheiden müssen in den nächsten Monaten, ist die Frage, was ist der Unterschied zwischen der 6-streifigen und der 8-streifigen Variante. Und da, glaube ich, kann man sehr deutlich sagen, dass der Unterschied in den zu fällenden Bäumen vergleichsweise gering ist. Aus meiner Sicht angenehmerweise. Ich hatte die Befürchtung, dass dort die Eingriffe viel schwerer ausfallen. Kann man das schon in Zahlen ausdrücken? Um wie viele Bäume wird es gehen? Ich glaube, das ist zu früh. Es ist mal sozusagen, die zwingend zu fällenden Bäume sind in den Plänen dargestellt. Ich habe sie jetzt nicht gezählt. Die dort dargestellten sind, glaube ich, noch an zwei Händen abzuzählen. Das wird vielleicht nachher noch der eine oder andere mehr sein. Aber relevant, wie gesagt, die Frage, was passiert durch den Unterschied zwischen den beiden. Also, dass wir allein durch die Baumaßnahme Adenauerbrücke, und die, glaube ich, steht außer Zweifel, wir brauchen eine neue Brücke an der Stelle. Diesen Eingriff, den wird man, soweit es geht, minimieren. Und die Entscheidung ist eben, was ist dazu notwendig, wenn man auf zwei zusätzliche Fahrstreifen geht. Sehen Sie da einen, ich sage mal, Zielkonflikt zwischen dem Neubau der Adenauerbrücke und dem Projekt Landesgartenschau 2030? Natürlich ist das ein Zielkonflikt, wie aber an ganz vielen Stellen. Also mein Lieblingssatz in unserem Beruf ist, dass Planung die Suche nach Lösungen ist bei nicht zu erwartendem Konsens. Es gibt unterschiedliche Interessen und man wird das eine nicht ohne das andere erreichen können. Aber wir werden aus meiner Sicht sowieso im Bereich der Ehinger Anlagen uns völlig unabhängig von dem Neubau einer Adenauerbrücke mit der Frage nach einem Lärmschutz, nach einem geeigneten, zu den Ehinger Anlagen passenden Lärmschutz beschäftigen. Und auch dort wird es um die Frage gehen, wie kriegt man in den bestehenden Bestand an alten Bäumen einen Lärmschutz unter. Das heißt, wir würden sowieso auch in einzelnen Teilen über Bäume sprechen. Relevant ist, wir können jetzt, glaube ich, noch nicht sagen, welche Bäume genau betroffen sind. Aber, und das zeigt eben der Plan, den man gerne noch mal anschauen kann, der Eingriff ist aus meiner Sicht deutlich geringer als befürchtet. Noch eine Frage nach Krumbach. Die ursprüngliche Brücke hatte beidseitig offenbar, so sah es zumindest aus, einen 5,9 Meter breiten Geh- und Radweg, also fast 6 Meter jeweils. Wieso werden im Neubau nur je 3 Meter vorgesehen? Also zum einen geht es um Flächenverbrauch und zum anderen, wir haben ja unten im unteren Bereich der Donau, entlang der Donau-Radwanderwege, haben wir ja vorhandene Donauquerung. Wir schaffen hier zusätzliche Querung und sind deswegen der Auffassung, dass hier 3 Meter ausreichen. Das ursprünglich auf der Adenauerbrücke, da war der Geh- und Radweg voneinander, Gehweg und Radweg voneinander getrennt extra geführt. Noch eine Frage zu den Lärmschutzmaßnahmen, die im, wie wir gelernt haben, 8-streifigen Fall, sage ich jetzt mal, kommen müssen, im 6-streifigen, unterstelle ich jetzt mal, kommen werden. Welche Lärmschutzmaßnahmen sind vorgesehen? Also wie sehen die aus? Wie hoch, wie breit, begrünt? Also wir sind da in den Untersuchungen. Es wird voraussichtlich so sein, dass auf dem Brückenbauwerk werden Wände sein zwischen 4 und 6 Meter, in den anschließenden Bereichen 5 bis 6 Meter. Über die genauen Materialien, also es werden Wände sein. Und da gibt es eine Vielzahl an Möglichkeiten. Es gibt transparente Elemente, es gibt Elemente aus Beton, Aluminium, alles Erdenkliche. Und da sind wir eigentlich übereingekommen, dass wir hier einen Gestaltungsworkshop unter Beteiligung beider Verwaltungen abhalten und hier auch die Gestaltung dieser Lärmschutzwände, die doch prägend sind in dem Grenz- oder in dem städteübergreifenden Umfeld, dass wir hier doch angemessene gestaltete Lärmschutzwände hinbekommen. Herr Krämer, Herr von Winning, eine Frage, die Sie beide gleichermaßen betrifft. Wie sieht die städtebauliche Vision aus, die mit dieser neuen Brücke verknüpft ist? Gut, natürlich. Wir
schreien dann nicht Juhu, jetzt darf man dann eine neue Brücke bauen, weil das wird schon ein gewaltiger Eingriff. Also die jetzige Brücke ist schon ein Eingriff in den Donauraum. Das ist ja ein sehr wertvoller Landschaftsraum und das tut natürlich weh. Aber wir haben schon betont, wir sehen das als alternativlos. Die Brücke muss neu gebaut werden, die muss leistungsfähig gebaut werden. Und wir haben das Angebot vom Straßenbauamt, dass wir da gemeinsam an der Gestaltung arbeiten können. Und das werden wir auch tun. Dem kann ich, glaube ich, nichts hinzufügen. Ja. Wunderbar. Dann, Herr von Winning, eine ganz wesentliche Frage mit einem gewissen Augenzwinkern hat uns erreicht und die würde ich gerne, ja, um das Ganze schön und frohen Mutes und positiv gestimmt abzuschließen. Wie läuft das Nahbader ab während der Baumaßnahmen? Das ist jetzt eine ganz schön konkrete Frage, die ich gerne an die dann zukünftige Bauleitung abgeben würde, nachdem das Nahbader ja aber üblicherweise erst hinter den Brücken beginnt, sogar erst hinter der Eisenbahnbrücke, gehe ich mal davon aus, dass dieses wichtigste Stadtfest innerhalb der beiden Städte auf jeden Fall möglich bleibt. Wunderbar. Frau Alpsteiger, Herr Krämer, ich hoffe, dass Sie einer Meinung sind. Das Nahbader ist ja im Rahmen des Schwörmontags schon eine sehr ulmerische Angelegenheit, aber wir Neuömer feiern gerne mit. Insofern ist es auch für uns wichtig, dass es stattfinden kann. Wunderbar. Und wir haben für uns notiert, dass der Abbruch nicht während des Nahbaders stattfindet. Wunderbar. Gibt es einen kurzen Baustopp? Freuen sich sicher alle. Ist ja auch mitten in der Urlaubszeit. Also wir haben Konzepte, da gibt es keine Einbauten in der Donau. Also Sie können die Donau weiterhin nutzen. Also man soll es nur tunlichst vermeiden, während des Abbruchs unter der Donau, unter der Brücke sich zu bewegen. Und wir sind alle optimistisch, dass während der Bauphase das Nahbader selbstverständlich wieder stattfinden darf. Jetzt mussten wir einmal darauf verzichten, aber dabei bleibt es dann hoffentlich. Von meiner Seite an dieser Stelle schon mal ganz herzlichen Dank für die vielen Antworten. Sie waren ja nicht vorbereitet auf diese Fragen. Ganz herzlichen Dank. Ganz herzlichen Dank natürlich auch an alle diejenigen, die zugeschaut haben und Fragen eingeschickt haben. Seien Sie sich sicher, die Fragen, die heute nicht beantwortet werden konnten aus zeitlichen Gründen, die gehen nicht verloren. Die E-Mail-Adressen, die Sie online finden, die Sie schon benutzt haben, die bleiben aktiv. Bitte schreiben Sie weiterhin Ihre Fragen. Die zuständigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden sich dann bei Ihnen melden mit den Antworten. Auch ein Mitschnitt dieser Veranstaltung, das wollte ich noch sagen, wird es natürlich im Internet geben. Das heißt, wenn Sie sich nachher in Ruhe nochmal einzelne Abschnitte anschauen möchten, finden Sie das Video unter anderem im YouTube-Kanal der Stadt Ulm, auf der Website der Stadt Neu-Ulm und der Stadt Ulm. Und Sie werden es auf jeden Fall finden. Frau Alpsteiger, Herr von Winning, Sie als GastgeberInnen darf ich jetzt um ein letztes Wort bitten. Ja, vielen Dank nochmal, dass wir hier sein durften. Wir werden sehen, wie die Veranstaltung und das Informationsbedürfnis mit dieser Form befriedigt werden konnte. Ich hoffe, dass es gelungen ist, ein paar Informationen und auch ein paar Themen, die uns bewegt haben in unserer Abwägung, dass wir Ihnen die darbieten konnten. Ich würde mich freuen, wenn es gelingt, dass die sachliche Diskussion in den nächsten Monaten geführt werden kann und dass wir dann zu einer gemeinsamen Lösung zwischen den beiden Städten kommen, weil ich glaube, das wäre das große Ziel, sonst wird es für das staatliche Bauamt sehr schwer, daraus eine einheitliche Brücke neu zu bauen. Herzlichen Dank. Und ich bin gespannt auf das Feedback, was auch da vielleicht in den nächsten Tagen noch kommt. Ja, auch von meiner Seite aus ein ganz herzliches Dankeschön an Sie da draußen vor den Bildschirmen, die Fragen eingeschickt haben, aber auch einfach an all diejenigen, die aufmerksam zugehört haben und sich hier jetzt hoffentlich ihr Meinungsbild bilden konnten. Ich hoffe, dass wir Ihnen darstellen konnten, dass dieser Dreiklang aus einer verbesserten verkehrlichen Situation, einer verbesserten Lärmsituation für die Anwohner und einer verbesserten Situation, was die Verkehrssicherheit angeht, dass es rübergekommen ist. Ich denke, für uns alle war das heute eine neue Erfahrung, die wir hier mit diesem Streaming angegangen sind und die wir machen durften. Und ich kann Ihnen sagen, es ist nicht ganz unaufwendig. Hier sind einige Leute
engagiert bei der Sache gewesen in der Vorbereitung. Ich darf mich bei allen, die mitgearbeitet haben, ganz herzlich bedanken. Insbesondere natürlich bei all denjenigen, die für die Technik verantwortlich sind, bei den Mitdiskutanten beim Staatlichen Bauamt, dass sie sich bereit erklärt haben, auch in dieser Form Rede und Antwort zu stehen, bei meinem Kollegen aus Ulm, auch für die kollegiale Zusammenarbeit in der Sache. Ich bin sehr guter Dinge, dass wir weiterhin gut zusammenarbeiten werden, was ja auch notwendig ist durch diese besondere Verbindung, die wir zwischen diesen beiden Städten haben. Und natürlich auch bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die in der Vorbereitung aktiv gewesen sind, die jetzt hier ihre Fragen gesammelt haben, auf die ich gerade schauen kann, zum Teil zumindest. Und das ist ehrlicherweise ein ungewohnter Anblick. Auch wenn die Situation jetzt nicht unangenehm gewesen ist, möchte ich doch sagen, dass wir, glaube ich, alle sehr froh sind, wenn wir uns möglichst bald wieder persönlich in die Augen schauen können, anstatt nur in eine Kamera zu blicken. Vielen herzlichen Dank nochmal von dieser Seite und auch einen schönen Abend.